Ja, auf dem Klicksum-WhatsApp-Account, da habe ich zahlreiche Nachrichten bekommen, die sich dieses Thema gewünscht haben. Hier ist es also, es ist möglich, mit dem Klon der so ziemlich menschenähnlichsten Spezies, dem Affen in China, steht jetzt dem Klonen von Menschen nichts mehr im Wege. Und die Konsequenzen sind unglaublich und erschreckend. Wie sie aussehen und was das für die Zukunft der Menschheit bedeutet, jetzt in Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. In den letzten Tagen haben wir auf WhatsApp über sehr viele Dinge diskutiert und gechattet und ich habe, darauf bin ich ein wenig stolz, wirklich jede Nachricht persönlich beantwortet. Die Leute, mit denen ich dort schreibe, die können hier ja mal kommentieren, um wie viel Uhr sie zum Teil meine Antworten so bekommen haben. Im Moment habe ich so noch 350, die ich noch beantworten muss. Die WhatsApper sind so ein bisschen meine Redaktion geworden, deshalb habe ich das jetzt ausgebaut und man kann auch wirklich Redaktionsmitglied werden und in Skype-Konferenzen und in wirklichen Redaktionskonferenzen mit über die Themen bestimmen. Das wird Hammer. Das Ganze wird über Beiträge ab Taschengeldniveau auf Patreon möglich. Ich habe sicher inzwischen rund 50 wirklich klasse Themenvorschläge dort bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal den Mitgliedern. Ja, und das Thema mit den geklonten Affen, das wurde dort immer wieder vorgeschlagen und heiß diskutiert, denn die Konsequenzen sind wirklich unfasslich. 22 Jahre nach dem Klonen des Schafes Dolly in Großbritannien ist das wirklich sensationelle gelungen. Zum ersten Mal wurde eine Spezies geklont, die unserer so nah ist, die von Affen. Genauer handelt es sich um Langschwanzmakaken. Diese Affenart lebt in freier Wildbahn in Südostasien und wird auf der ganzen Welt bei Tierversuchen eingesetzt. Um die beiden geklonten Äffchen zu erzeugen, mussten mehrere hundert Klonversuche unternommen werden, bis es endlich gelang. Welche Bedeutung dem Versuch in China beigemessen wird, das sagen die Namen der beiden Äffchen. Chong Chong, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und Hua Hua. Chong Hua heißt China. Man ist mächtig stolz auf dieses gelungene Experiment im Reich der Mitte und in letzter Zeit kommen immer mehr wissenschaftliche Erfolgsmeldungen von dort, denn die chinesische Regierung steckt inzwischen wie der Westen Milliarden in die Forschung. Nur ist man dort skrupelloser. So scheint es jedenfalls. Wir haben ja hier gerade erst über das Frankenstein-Experiment berichtet, bei dem eine Ratten-Mensch-Chimäre erschaffen wurde. Ein wirklich obskures Mischwesen. In China scheint mehr möglich zu sein. Warum also nicht Menschen klonen? Wenn man sich das mal durchdenkt, ist es einfach gruselig. Ich könnte für ewige Zeiten Klicks moderieren. Wenn ich sterbe, moderiert es einfach ich, also mein geklontes Ich, weiter. Es wird wahrscheinlich exakt genauso viel Leidenschaft für Wissenschaft haben wie ich. Wir würden immer wieder uns selbst als Kinder kriegen. Und selbst können wir ja viel leichter vielleicht erziehen. Es wird wie in Star Wars Klonarmeen geben. Mit den besten Genen für Soldaten ausgestattete Superkämpfer. Immer und immer wieder geklont. Irre. Herausragende Künstler kämen immer wieder auf die Welt. Mozart, Beethoven, Bach oder heute Justin Bieber, Michael Jackson, Madonna. Oder Sportler, Beckham, Messi, Ronaldo. Man könnte einen Fußballverein der Superlative aufbauen. Die Chinesen wollen da ja gerade durchstarten. Klonen würde da einiges vereinfachen. Es ist verrückt und beängstigend zugleich. Zwar betont Pu Moming, der leitende Wissenschaftler von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Zitat, und theoretisch gilt, wenn wir Affen klonen können, können wir auch Menschen klonen. Dafür sehen wir allerdings keine Notwendigkeit, auch ethische Fragen verbieten uns das. Ja. Aber manchmal ist ein Dementi die beste Bestätigung. Bisher hat sich in der Wissenschaft leider gezeigt, was möglich ist, wird auch gemacht. Als die erste Atombombe gezündet wurde, da war man sich im Vorfeld der Forschung nicht so sicher, ob sie nicht einen Weltenbrand, eine Entzündung der Atmosphäre auslösen würde, bei der alles zerstört würde. Ja, sicher, das waren nur geringe Zweifel, aber hätte man sich geirrt, gäbe es heute keine Menschheit mehr. Ich fürchte also, dass vielleicht schon in den nächsten 10 Jahren geklonte Menschen geboren werden. Man darf nicht vergessen, dass gerade ein Wettlauf zwischen der westlichen Welt und China beginnt und der kann verheerende Folgen haben. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr deutlich vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken, Frankensteins Erben, Forscher erschaffen, Mensch, Ratte, Mischwesen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.